Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Es handelt sich um ein Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie. Liebe Muay Dana, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt im Teil 2 erkläre ich dein Geburtshoroskop nach westlichen Astrologie. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, dein erster Atemzug ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat in diesem Erdenleben. Damit beginnt dein Schicksalsweg. Du bist ein Kind davon. Ich könnte sagen, das ist dein Aszendent. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Und die Feuerelement ist die Begeisterung, ist auch aktiv. Also dich kann man leicht von etwas begeistern. Hast du eine optimistische Lebenseinstellung? Immerhin, Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich, Jupiter vergrößert etwas. Also es ist wichtig, mit deiner Größe bewusst zu sein. Und weil hier die Bewegung und immer diese Begeisterung und optimistische Haltung eine Rolle spielt, manchmal haben die Schützengeborenen oder so wie bei dir mit Schützenasten so mehreren Projekte, mehreren Ziele, mehreren Richtungen sind aktiv und die Schütze zeigt aber etwas Wichtiges und das ist dieser Pfeil und dieser Pfeil zeigt in eine Richtung. Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Energiefeld sind unsere Wünsche. Und das ist für dich persönlich, weil das beschreibt auch deine Persönlichkeit, ist sehr, sehr wichtig, deine Wünsche auch zum Leben. Und es ist viel einfacher, wenn du das als Ziel setzt. Und in die Richtung orientierst und lässt dich von nichts ablenken. Das ist mehr so Steinbock-Energie. Aber die Steinbock unterstützt. Und die Steinbock öffnet sich die Tor zum zweiten Lebensbereich. Hat noch ein bisschen Einfluss auf die Persönlichkeit. Und so bekommst du die Unterstützung von Steinbock, dass du geduldig bist, hast diese Ausdauer, diese Ziele zum Erreichen. Aber zurück zum Aszendent. Das ist Bewegung, kann auch Sport sein. Und diese Schütze beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen und so bist du auch wahrgenommen. Die Schütze hat auch einen Bezug zum Reisen und Ausland, Auslandskontakte. Der zweite Lebensbereich, hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung und auch Finanzen. Energetisch hängt das auch zusammen. In diesem Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Steinbock. In ersten Lebenshälfte, in jungen Jahren, sind hier Einschränkungen. Kann auch bedeuten, dass die Elternhaus oder die Schule zu dir zu streng war und haben das gar nicht vermittelt, wie wertvoll du bist.
oder sind auch Einschränkungen in Finanzen. Steinbock wirkt im zweiten Lebenshälfte anderes, weil dann kommt die Pflichtbewusstsein, die Ernsthaftigkeit. Man ist plötzlich erwachsen und hat dieses Bedürfnis, alles in Form zu bringen, hat man hohe Ziele, hohe Ideale und dann kommt die Geduld und Ausdauer, diese Ziele auch zu erreichen. Und das Wunder ist, die Steinbockgeborenen erreichen das auch. Du bist zwar nicht im Tierkreiszeichen Steinbock geboren, aber die Steinbock beeinflusst dein Selbstwertgefühl, dieses Bild, und die Steinbock beeinflusst deine Finanzen. Der dritte Lebensbereich, hier handelt sich im jungen Jahren, beschreibt die Schule, später die Kommunikation, dieser Austausch, auch die Neugier, neugierig zu sein für etwas Neues, aber nicht nur dieses Wissen aneignen, sondern bedeutet auch Wissen vermitteln. Hier kommen wir zum Kommunikation, Verbindungen, auch durch Internet, aber auch die Verbindungen mit Verwandten, Nachbarn, Bekannten und vertraut zu sein mit unserer Umgebung und da vieles Neues zu entdecken. Dieser Lebensbereich wirkt die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann hat tolle Ideen. Das ist dieser erfinderische Geist. Und mit diesem erfinderischen Geist kannst du einiges bewegen, auch durch Internet, aber auch durch Schulungen und Bildung. Zeigt auch deine Intelligenz. Aber auch diese Gedanken, diese originellen Ideen. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche mit deinem Baum, das ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verankert. Das gibt uns Halt, Sicherheit und Stabilität im Leben. Das ist die Herkunft, das sind die Traditionen, das sind die Ahnen. Aber auch unserem Zuhause. Das ist die Basis. Und wir brauchen im Leben ein Halt, ein Fundament. Und auf dieses Fundament kann man bauen. Von hier aus alles wächst und dehnt. Dieses Fundament, was auch übertragen kann auf deine Wohnsituation, dein Zuhause, hier ist die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Natürlich ist das etwas schwierig, da die Fundament zu finden. Weil das ist kein Erdeelement, wo wir das Gefühl haben, wir haben einen festen Boden unter unseren Füßen. Und was dir die Sicherheit gibt, das ist dein Gefühlszustand, deine innere Stärke. Und wenn du das natürlich, dein Glauben, besonders bei Tierkreiszeichen Fischen, die Vertrauen, das Fluss des Lebens, ein Glauben an dir selbst, ein Glauben an dein Vorhaben, das stärkt dich innerlich und das gibt dir die Halt, dieses Fundament. Beeinflusst die Fischen in deine Wohnsituation. Das ist geschmeidige, traumhaft schön, manchmal chaotisch. Bei Fischen kann das natürlich auch sein. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder, deine Kinder, auch dann später deine Enkelkinder, aber zeigt auch die eigene Kindheit und das innere Kind. Und das betone ich immer wieder, weil diese Kindheitserinnerungen, die begleiten uns bis zu unserem Lebensende. Und jeder hat einen anderen Start im Leben. Ein Mensch mit einem behüteten Elternhaus verhält sich anders als jemand, wo immer Prügel bekommen hat
oder war alleine gelassen. Das kann natürlich auch Stärke entwickeln, sich selbst zu behaupten. Aber diese Erinnerungen bleiben. Die schönen Erinnerungen sollen bewahren, behüten. Das sind Schätze in unserem Leben. Aber all das, was uns verletzt hat, das sollen wir loslassen, weil das ist Vergangenheit. Und Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Also ist viel besser, im Gegenwart zu bleiben, weil das ist die Realität. Und dann auch Verständnis zeigen auf die Eltern auch. Sie waren vielleicht auch überfordert oder noch nicht erwachsen genug, wie auch immer. Also das sollen wir vielleicht auch vieles auch mal verzeihen zu können. Aber was wichtig ist, was ganz, ganz wichtig ist, das ist das innere Kind. Dass wir immer wieder uns selbst stärken. Dass wir uns selbst sagen, ja, ich bin so stolz auf dich. Du hast so vieles erreicht im Leben. Also das ist so wundervoll. Du bist so ein toller Mensch. Und das hast richtig gut getan. Das stärkt uns innerlich. Was wir noch hier lernen können, und das sollen wir von Kindern lernen, spielen, damit wir das Leben nicht verspielen. Und das heißt, vielen Sachen mal mit Humor betrachten oder spielerisch betrachten, dass wir auch mal das Leben genießen können. Auch die Partnerschaft genießen können. Hier liegt auch die Lebensfreude. Hier liegt auch die schöpferische Kraft, dass wir gestalten unserem Leben. Schöpferisch gestalten, ohne Angst, ohne bedrückt zu sein, sondern so wie die Kinder, unbeschwert, mit Leichtigkeit, unserem Leben wie ein Theater zu betrachten. Und wir gestalten die Bühne, wir machen die Kostüme, die Lichter, die Farbe, wir wählen die Schauspieler aus, wer darf in diesem Theaterstück zum Spielen. Wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und das Allerwichtigste ist, wir spielen die Hauptrolle. Und das ist diese Energie hier. Im fünften Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Die Kraft und den Mut zu haben und auch diese Begeisterung, dein Leben so schöpferisch gestalten. Die sechste Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten, die Alltag und Gesundheit. Hier wird die Stirn, natürlich magst du das gemütlich und schön und harmonisch, ruhig, das Arbeit soll immer ruhig verlaufen. Jetzt betrachte etwas, das ist hier dein Geburtsmoment. Das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Im selben Moment ging die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont nach unten und spiegelt etwas. Und in dem Moment, wenn wir geboren sind, schauen wir auf diesen Spiegel und das spiegelt etwas. Und das ist das Du, der Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und jeder Mensch hat einen Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und genau dieser Spiegel erscheint hier und öffnet die Tor zum Partnerschaft. Und das ist hier die Zwillinge. Die Zwillinge sind spielerisch, gehört auch zu Luftelement, diese Leichtigkeit. Und das, diese Leichtigkeit, diese spielerische Art, öffnet sich der Lebensbereich Partnerschaft. Natürlich kommt auch dazu die Merkur-Energie, weil Merkur herrscht über die Zwillinge, die Kommunikation. Also der Mann soll beweglich sein und intelligent sein.
Aber die Mars-Energie kommt noch dazu. Die Mars ist auch in Zwillinge, also das ist schon ausgeprägt. Der nächste Lebensbereich ist die achte Lebensbereich. Hier, das ist gar nichts einfach zu erklären, weil es sind so viele Themen, was hier im achten Lebensbereich wirkt. Erstes Mal ist, was Wichtigste ist, das Loslassen, die Transformation, besonders wenn das um Gefühlen geht. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diese Gefühle loslassen und im inneren Kraft zu bleiben. Dann handelt es sich hier auch um die Finanzen, Investitionen, Buchhaltung, Finanzamt, Ämter, Erbschaften, das Geld von Partner, all das wird hier geordnet. Und hier im achten Lebensbereich herrscht Pluto. Pluto ist eine sehr starke inneren Kraft. Und Pluto bleibt ganz konzentriert in diesem Kraft. Und Pluto sortiert alles raus, verabschiedet von allem, was diese Kraft raubt. Und genau das ist die Konzentration hier und auch diese Transformation, das zum Lernen, dass wir von vielen Sachen trennen können oder loslassen können, damit wir in unserem inneren Kraft bleiben. Und diese Pluto-Energie ist da, das Leben erhalten bleiben. Aber das ist das Kreislauf des Lebens. Und weil hier darum auch geht, das Leben erhalten zu bleiben, hier in diesem Lebensbereich ist auch die Sexualität. Und das ist hier bei dir, die Tierkreise zeichnen Krebs. Und damit du im inneren Kraft bleiben kannst oder deine inneren Kraft hast, du brauchst ein Zuhause. Und damit meine ich nicht deine Wohnsituation, sondern wo deine Kraft verspürst. Eine innere Tempel, könnte ich sagen. Diese Meditation, dieser Rückzug, dass du verinnerlichen kannst, was stört dich in deinem Leben, wer nervt dich immer. Und da auch mal diese Kraft aufzubringen, mal Nein zu sagen oder einiges loszulassen. Und dann findest die Ruhe in dir selbst. Und in Ruhe liegt die Kraft. Und das ist dieser Prozess und das ist für dich wie ein Zuhause. Wenn das um Investitionen geht oder eine rechtliche Lage wie Erbschaften, dann kommt die Krebsenergie und dann hör auf deine Intuition, hör auf dein Gefühl, weil das ist dann die beste Ratgeber. Die Krebs nimmt vieles mit Gefühlen wahr und verspürt, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln? Wann ist besser zurückhaltend sein? Und das kannst du bei solchen Themen natürlich auch dann verwenden und auf dein Gefühl hören. Die neunte Lebensbereich sind Reisen, aber auch innere Reise und auch eine höhere Bildung. Hier wirkt bei dir die Tierkreiszeichen Löwe. Du liebst auch Südländer, die Sonnenenergie mit Ausland. Natürlich, du liebst es. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist die Krone des Horoskopes. Und das zeigt, wie erreichst du deine Ziele. Und auch die Bedürfnis nach Anerkennung und Respekt und Ansehen. Und hier liegt auch die Berufung. Und hier wirkt die Tierkreiszeichen eine Jungfrau. Etwas ordnen im Leben. Aber die Jungfrau
hat nicht nur diese Ordnungsliebe, sondern auch bei Forschung sehr gut. Und Jungfrau vermittelt die heilerische Berufen, die Heilung, die Heilenergie. Die 11. Lebensbereich liegt unseren Wünschen, aber auch Freundschaften, soziale Kontakte oder Gruppe von Menschen, wo wir das Gefühl haben, da gehöre ich hin, gleichgesinnte Menschen wie ein Verein zum Beispiel. Hier ist die Tierkreiszeichen Waage, das macht das sehr angenehm und macht dich auch beliebt. Und jetzt sind wir bei 12. Lebensbereich und hier sind die Geheimnisse, die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmische Themen. Aber alles, was geheimnisvoll ist, zum Wissen, was passiert hinter den geschlossenen Türen. Und hier liegen auch unsere geheimen Feinde und auch die Ursache, die Erkrankungen, liegt auch die Gesundheit gegenüber. Und hier ist Skorpion und Skorpion schaut schon in die Tiefe. Das ist sehr, sehr mystisch. In die Mitte siehst du hier ein Engel. Kabbala beschreibt die Engel und Kabbala ordnet auch die Engel, ordnet nach Namen, ordnet nach Zahlen und das ist ein System, eine, wie ich könnte sagen, wie ein Kalender, ein wiederkehrender Einfluss von Engel, das ist auch so berechnet und wurde dieses System bestimmt und jeden Tag herrscht ein anderer Engel über den Tag und wo du geboren bist, in diesem Tag wurde von Engel Hahayach beherrscht und hat die Zahl 12. Das heißt, dieser Engel ist dein persönlicher Schutzengel und die Zahl 12 hat für dich auch eine Bedeutung. Engel Hahayach ist Engel der Zuflucht, schenkt uns innere Harmonie und Frieden, verstärkt unsere medialen Fähigkeiten, hilft den Weg zum Finden zu verborgenen Mysterien. Engel der Gesundheit und Wohlbefinden hilft unsere Träume deuten und verstehen, gibt uns Zuflucht und Schutz, gibt uns Kraft, wenn wir einsam und verlassen fühlen. Und jetzt Sonne, Mond und Planeten. Wo befindet sich in dein Horoskop? Sonne hast du in Tierkreiszeichen Jungfrau und das befindet sich bei dir im 9. Lebensbereich. Hier im Grenzbereich, also schon im Jungfrau, im Grenzbereich, wenn man das exakt anschaut, wirkt er auf dem 9. Lebensbereich, aber hier in den Grenzbereich hat ein Einfluss auch auf den 10. Lebensbereich. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Auch im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen 3. und 4. Lebensbereich. Und weil hier bei Mond um deinen Gefühlen handelt, ich möchte schon die Tierkreiszeichen Fischen beschreiben. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus 2 Fischen. Astronomisch nennt man das als südlichen Fisch und als nördlichen Fisch.
Die eine schwimmt in eine Richtung und das ist die Unsicherheit, die Angst und Zweifel und das blockiert. Geht nichts voran. Und das zieht die ganze Energie nach unten. Die andere Richtung ist die tierkreiszeichnenden Fischen, die eine Vision haben. Eine Vision, eine Vorstellung, ein Traum. Und sie glauben daran, weil sie das vertrauen. Und dann können sie geschehen, loslassen und geschehen lassen. Und diese Richtung ist die Reichtum verborgen. Und du lernst hier, weil das ist dein Basis, dein Fundament. Auf diese Energie kannst du bauen, auf dich selbst vertrauen, an dein Vorhaben glauben, an die Liebe glauben, an Gott glauben. Das kommt auch noch dazu, diese göttliche Energie. Und dann geschehen lassen. Ganz gemütlich einfach geschehen lassen. Es schwimmt alles auf dich zu. Sonne ist im Jungfrau. Natürlich, Sonne ist mehr realistisch. Die Fische sind eher verträumt. Und du hast beide Seiten. Und das sollst du in Gleichgewicht bringen. Weil hier Sonne und Mond liegt gegenüber. Und das bedeutet, es war Vollmond. In deinem Geburtstag war es Vollmond. Und Vollmond bedeutet in indischen Astrologie, die indischen Astrologen beschreiben das so, das ist immer Glück, weil wird das Lebensweg beleuchtet. Aber hier ist diese gegenüberliegende Position bedeutet wie eine feine Apothekenschale. In die eine ist die Sonne, andere ist Mond. Sonne symbolisiert das Bewusste, Mond symbolisiert das Unbewusste, Sonne symbolisiert mehr die Verstand, bei Jungfrau sowieso, und Mond symbolisiert die Gefühle, hier bei Fischen ganz klar Wasserelement. Mond ist auch erhöht im Fischen. Und beide gehört zu deinem Wesen. Und das sollst du im Leben immer im Gleichgewicht halten. Auf deine Gefühle, auf deine Träume, auf deine Vision vertrauen. Das gibt auch dir die Basis. Und wie du das nach außen präsentierst, nach außen zeigst, kommst immer in die Höhe, wenn du betrachtest die Jungfrau, das Ordnen, alles in Ordnung zu bringen und die Erde-Element, das Realisieren. Und das kannst du realisieren in Berufung, das kannst du realisieren auf einer Reise oder Bildung, entweder im Ausland oder eine innere Reise, die Erkenntnisse zu gewinnen und eine höhere Bildung. Und bei Löwe, hier wirkt in dieser neunten Lebensbereich, wäre auch die Öffentlichkeit. Aber die Sonne ist bei dir im Jungfrau. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Merkur befindet sich auch im Grenzbereich, im Jungfrau, im Grenzbereich zwischen 9. und 10. Lebensbereich. Merkur ist der Planet der Handlungen und Sprache. Und diese Sprachbegabung kannst du umsetzen im Beruf als Berufung, wie zum Beispiel Vorträge zu halten, Seminare oder Buch zu schreiben, Buch veröffentlichen oder andere überzeugen, wie etwas in Ordnung bringen sollen, wie eine Beratertätigkeit. Aber bei Jungfrau-Energie geht es auch um Heilung. Merkur
kann sich sehr gut entfalten im Jungfrau, weil Merkur herrscht über die Tierkreiszeit in Jungfrau und das zeigt, wie intelligent du bist. Und hier kannst du dein Wissen natürlich umsetzen und deine Berufung leben. Venus ist der Planet der Liebe und auch zeigt die Weiblichkeit. Das ist eine weibliche Energie. Venus ist in Tierkreiszeichen Löwe und befindet sich im Grenzbereich zwischen 8. und 9. Lebensbereich. Wenn ich Venus jetzt in 8. Lebensbereich zuordne, dann handelt es sich um eine Transformation, deine Weiblichkeit in Ausdruck zu bringen und handelt sich auch um Sexualität. Das zu genießen, mal richtig fallen lassen. Bei Venus-Energie kann auch Kunst, Kreativität auch bedeuten und wenn das in diese Richtung die Interesse besteht, dann ist es wichtig, daran zu vertrauen, ohne Angst das in Ausdruck zu bringen. Aber hier in erster Linie, du als Frau, befindest du dich in dieser Wandlung, dieser Selbstfindung. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt, zeigt Kraft und Mut und bedeutet auch der Mann. Und Mars befindet sich hier in der Zwillinge im Partnerschaftshaus. Jupiter zeigt unsere Größe, macht uns mit unseren eigenen Größen bewusst. Und das hat auch mit Selbstbewusstsein auch etwas zu tun. Jupiter ist auch die innere Sonne. Jupiter gibt uns auch Optimismus. Deswegen hast du das auch, weil Jupiter herrscht über die Schütze und es gehört zu deiner Persönlichkeit. Jupiter bringt auch Glück im Leben, Möglichkeiten, Chancen, dass wir immer aufstehen, wenn etwas, wenn wir Niederschlagen fühlen, dann geht es immer weiter. Jupiter gibt uns diese Unterstützung, diesen Halt. Und Jupiter ist auch der Planet, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Und diese Weisheit hat Jupiter, also hat mit Gerechtigkeit auch was zu tun und öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Und Jupiter befindet sich in Krebs. Im Krebs, aber im Grenzbereich. Und Jupiter wirkt auch auf deine Partnerschaft, aber auch bei dieser Wandlung. Und das würde bedeuten, dass du Glück hast in die Liebe-Partnerschaft. Saturn ist der Planet, der Schicksal und Karma belehrt uns auch. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, im 9. Lebensbereich. Also schicksalhaft hast du hier eine Lernaufgabe oder dein Schicksalsweg führt dich nach Ausland oder kann auch bedeuten eine innere Reise oder Bildung, eine höhere Bildung. Uranus befindet sich in Skorpion. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen
Und im Skorpion, auch im Grenzbereich zwischen 11. und 12. Lebensbereich, also wirkt auch auf deinen Freundeskreis, dass du außergewöhnliche Art und Weise Menschen kennenlernst oder kommt das alles so plötzlich. Neptun ist der Planet, was unsere Träume, unsere Vision zeigt und das ist für dich sehr wichtig, weil deine Basis ist die Tierkreiszeichen Fischen und Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und das ist, unterstützt dich. Außerdem, Neptun ist im Schütze im ersten Lebensbereich, also das bedeutet, Neptun gehört zu deiner Persönlichkeit und beeinflusst auch dein Aussehen. Und das würde ich mal beschreiben, so verträumt, so geschmeidig, aber zeigt auch deinen guten Geschmack, deine künstlerische Begabung. Pluto gibt die innere Kraft und Pluto befindet sich im Waage. Hier ganz oben hat einen Einfluss auf deine Berufung. Deine Berufung zum Leben gibt dir die innere Kraft. Und jetzt schauen wir an, welche Einflüsse hast du von den Sternen? Also hier habe ich mal die Planeten, Sonne und Mond ausgelegt, so wie im Horoskop das auch ist, so in welchen Lebensbereichen die wirken. Du kannst auch erkennen, welche Lebensbereichen sind für dich persönlich wichtig. Deine Persönlichkeit zum Leben, dann die Kontakte mit Verwandten oder Bekannten, dann dein Zuhause, auch die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, das ist für dein Wohlbefinden, weil das ist die Mondenergie, das hat mit deinen Gefühlen etwas zu tun. Partnerschaft ist wichtig, dann diese Wandlung, auch die Lernaufgabe, Reisen ist für dich sehr wichtig, Ausland, Auslandskontakte, dann die Berufung zum Leben, Freundschaften zum Pflegen. Und hier bei Uranus würde ich etwas erklären. Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet. Und wenn für dich alles zu viel ist und spürst diese Spannung, dann tut es für dich immer sehr gut, wenn du zurückziehst, zur Ruhe kommst und das stärkt dein Nervensystem auch gesundheitlich und in dieser Ruhe verspürst auch die Kraft. Jetzt schauen wir an, welche Einflüsse hast du von Sternen. Dein Aszendent ist Schütze und wird bestrahlt von Schlangenträger. Diesen Sternbild Schlangenträger möchte ich beschreiben. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte, weil diese mythologische Geschichte haben immer eine symbolische Bedeutung. Dieser Schlangenträger, was auf deine Persönlichkeit wirkt, dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Schau mal, deine Berufung, Jungfrau, hat auch mit Heilung etwas zu tun. Also das könnte auch ein Hinweis sein, dass du heilerische Fähigkeiten hast. Also das ist Asklepios, der himmlische Arzt. Er ist der Sohn von Apollo, von Sonnengott. Und dann passierte Folgendes. Ein kleines Kind, der Sohn von einem König, ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen. Und kamen zwei Schlangen. Asklepios wusste, die eine Schlange hat die Gift in sich,
der anderen Schlange hat die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit dem Heilkräuter oder nimmt die andere und das ist Gift? Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind geheilt. Er hat die Schlange gewählt, was die Heilkräuter gebracht hat. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Einflüsse von außen. Und hier ist wichtig, überlegen, entspricht das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Wenn wir alles glauben, was uns erzählt wird, dann sind wir wie ein Kind und fallen wir in einen Honigtopf. Weil eine Lüge kommt immer honigsüß. Dann fallen wir in diesem Honigtopf und dann brauchen wir die Heilung. Und bei dir ist auch die Neptun-Energie hier und die Neptun ist so verschleiert. Und das kann auch nochmal ein Hinweis sein, öffne dein Auge, welche Kontakte hast, welche Einflüsse kommen von außen. Und bestimme du die Richtung. Und du musst nicht immer alles glauben, was da erzählt wird. Natürlich kann das auch bedeuten, dass du diese Begabung hast, und andere eine gute Unterstützung bist, wo du diese Heilung bringst oder als Ratgeber bist, wo du sagst, jetzt triff mal die richtige Entscheidung. Das wäre die falsche Entscheidung. Also das kann natürlich auch diese Begabung sein. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Hier ganz oben ist die Sonne und wird von Zeus Ma bestrahlt. Dieser Zeus Ma befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe, das ist die Hüfte der Löwen, aber wirkt in diesem Bereich, wo Jungfrau ist. Die Tierkreiszeichen sind miteinander verschmolzen auch. Und das bedeutet, dieser Stern, was auf die Sonne wirkt, eine Umarmung, wie ein Gürtel, verbunden zu sein mit etwas. Und dieser Stern bedeutet auch prophetische Gabe. Dieser Stern wurde bei Babylonier als Gottheit verehrt, Gott Kua, als Gott die Prophezeiung oder Orakel. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und wird von Achenar bestrahlt. Dieser Stern Achenar befindet sich im Stammbild Eridanus. Das ist einer von den himmlischen Flüssen. Es gibt 9 Flüsse im Himmel, als Fluss symbolisiert wird. Und dieser Fluss Eridanus ist eine davon. Und diese Achenar, und das bestrahlt dein Mond, diese Achenar ist die Ende des Flusses. Und hier am Ende des Flusses ist ein Brunnen. Die arabischen Astronomen nennen dieses Mondhaus sogar als Brunnen. Das ist wie eine Quelle. Und das ist nichts anderes als die Intuition in uns. Und dein Mond zeigt, schau in diese Quelle, in die Tiefe, das ist deine Begabung. Und hier in diesem Bereich sind auch die Ahnen. Das könnte auch bedeuten, du hast das geerbt von deinen Ahnen. Diese Achenar bedeutet nicht nur dieser Brunnen, sondern das ist Ende des Flusses.
Und das ist auch ein Hinweis, wie wichtig das ist, Ziele setzen und das auch zum Ende bringen. Merkur befindet sich im Jungfrau, hier oben, und wird von der Nebula bestrahlt. Diese Sterne der Nebula beschreiben die Perser als ein Wechsel, dass du immer in die Lage bist, dich anpassen oder beruflich dich verändern. Die chinesischen Astrologen nennen das als göttliche Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit Sinn. Beides kannst du verinnerlichen. Venus hat keinen direkten Einfluss. Mars ist im Tierkreis Zeichen Zwillinge, hier. Und Mars wird beeinflusst oder bestrahlt von Menkalinan. Und dieser Stern Menkalinan befindet sich im Sternbild Fuhrmann. Das ist die Schulterbereich. Dieser Fuhrmann setzt etwas in Bewegung. Und Schulter bedeutet, und das, was du suchst bei einem Mann, weil hier bei Mars-Energie handelt sich um diesen Mann, besonders hier in diesem Bereich Partnerschaft, du suchst diese Schulter zum Anlehnen. Und wenn das da ist, dann hast du die Rückenstärkung und kannst einiges in Bewegung setzen. Jupiter ist im Krebs. Hier wirkt auf die Partnerschaft, aber auch im achten Lebensbereich, wo um die Wandlung und Transformation geht, wird von Thejat bestrahlt und das bedeutet, Schritte zu machen. Die richtigen Schritte, die richtigen Entscheidungen. Saturn belehrt uns, erteilt Lernaufgaben. Saturn im Löwe wird von Hydra bestrahlt. Hydra ist auch eine Schlange. Jetzt kommt zweimal die Schlange vor. Und diese Schlange bedeutet auch die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie in unserem Körper. Und das heißt Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht. All diesen Gefühlen ziehen die ganze Energie nach unten und blockiert, macht alles unbeweglich. Und wichtig ist das Loslassen, davon verabschieden. Sofort steigt die Energie nach oben. Das ist die zweite Schlange, was eigentlich die Heilung bringt. Also Heilenergie. Hydra. Ich erzähle dazu die Geschichte, vor allem, weil die Rabe kommt auch vor in dein Horoskop. Und das hängt mit diesem Hydra zusammen. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Schau mal, hier ist ein goldener Becher. Jetzt fliege mal zum Fluss und bring frische Quellwasser. Und dieser frische Quellwasser ist nichts anderes als Fluss Eridanus, das Ende des Flusses, Stern Achenar, wo dieser Brunnen ist, wo dein Mond ist. Also der Rabe sollte zu diesem Brunnen, liegt auch gegenüber. Also zurück zu dieser Geschichte. Apollo sagte zu Rabe: Jetzt fliege zu diesem Brunnen, hier ist dieser goldene Kelch, und bring frische Wasser zum Zeus. Zeus war der Himmelsgott. Aber beeile dich. Der Rabe sagte: Ja, na gut, ich flieg, hole ich das Wasser. Unterwegs findet der Rabe einen Feigenbaum und er wollte von diesem Feigenbaum speisen, aber das war noch gar nicht reif. Und da dachte die Rabe: Na ja, gut, dann nehme ich halt Zeit, ich warte, bis die Feigen reif sind und dann fliege ich weiter. So hat er auch gemacht. Und dann fliegt er weiter, holte dieses frische Wasser vom Brunnen und kehrte wieder zurück. Und Apollo, der Sonnengott, fragte: Ja, wo warst du denn so lange? Und der Rabe sagte: Ja, ich kann nichts dafür.
Ich kann überhaupt nichts dafür. Diese Hydra, diese Wasserschlange, sperrte mir den Weg. Deswegen ist diese Verspätung. Oh oh, Apollo, der Sonnengott, hat sofort die Lüge erkannt und hat alle im Himmel gesetzt. Auch die Rabe, auch diesen goldenen Kelch, auch diese Hydra, diese Wasserschlange. Und der Rabe muss immer wieder anschauen und auf diese Lüge erinnern. Und hier wieder diese Schlange, was eigentlich diese goldenen Becher umarmt. Und das sind auch karmische Themen. Die Schlange symbolisiert diese Karma. Und wir müssen verstehen, dass wir bestimmte Lernaufgaben haben zu unserer Selbstfindung. Und wir kommen nur dahin, wenn wir diese Transformation machen, von Angst loslassen. Sonst kommen wir nicht weiter. Und genau diese Geschichte erzählt das. Aber achte auf diese Lüge von Raben, weil hier kommt auch diese eine Schlange mit Gift. Das bedeutet für dich, und hier hast du die Lernaufgabe, vorsichtig sein in dein Leben. Erkenne immer die Wahrheit und triff die richtigen Entscheidungen. Und sei achtsam, ob jemand, wenn du jemanden kennenlernst, meint er überhaupt ehrlich zu dir oder lügt. Also diese Erkenntnis in dein Leben brauchst du schon. Uranus ist hier im Skorpion, wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Dieses Sternbild erscheint oder sichtbar ist im Südhalbkugel, und hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol, und Südpol dient zum Orientierung. Und das sollst du verändern. Uranus zeigt, ändere etwas. Du brauchst Orientierung. Dieser Kreuz des Südens beschreibt auch spirituellen Themen, religiösen Themen. Und ich kehre wieder zur indischen Astrologie zurück. Sie beschreiben auch dieses Schwert, Swati nennen das. Die indischen Astrologen nennen dieses Sternbild, auch dieses Mondhaus, was da zusammenhängt mit diesem Sternbild Swati. Swa bedeutet selbst. Ati bedeutet Seele, und sie sehen in diesem Sternbild wie zwei Schwert im Kreuzformat, und Schwert symbolisiert Trennen von Angst. Neptun befindet sich hier im Schütze, hat auch von Schlangenträger die Einfluss, das ist Asklepios, dieser himmlischen Arzt. Pluto befindet sich im Waage, hier, und das im Freundeskreis. Und Pluto wird bestrahlt von Sternbild Rabe. Und genau dieser Rabe hat gelogen. Dieser Rabe hat gelogen, dass diese Wasserschlange Hydra sperrte den Weg. Also hier handelt es sich um Lügen. Wo erlebst du das? Hier im 11. Lebensbereich. Freundeskreis, soziale Kontakte. Soll es vorsichtig sein. Chiron zeigt, wo weh tut. Im Horoskop befindet sich bei dir im Stier, hat aber einen Einfluss auf den 5. Lebensbereich, auch so im Grenzbereich, 5., 6. Lebensbereich. Und hier, wo du Schmerz hast, und das ist der 5. Lebensbereich, die Kindheit, hier brauchst du Heilung. Chiron zeigt die Heilung. Chiron ist rückläufig und zeigt nicht nur die Kindheit, sondern auch karmischen Themen. Und hier ist wichtig, dein inneren Kind stärken. Alte Karma.
was hast du erlebt in früheren Leben? Das wird immer zugeordnet zu einem Tierkreis sein, auch ein Lebensbereich. Das befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Widder. Hier im Tierkreiszeichen Widder, also Widder karmischen Themen, Lebensbereich, Kindheit und diese schöpferische Kraft in Ausdruck bringen, weil das wurde dir nicht beigebracht, auch im früheren Leben nicht, auch in deiner Kindheit nicht, dass du diese Kraft lebst. Und das ist wirklich wichtig, auf diesem Kindheit und diesem alten Themen zu arbeiten. Diese karmischen Knoten, diese absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, hier in diesem Bereich wieder, wird von Baten Kaitos bestrahlt. Dieser Baten Kaitos ist ein Stern im Sternbild Walfisch und zeigt, es wurde immer alles vorgeschrieben oder bestimmt, dass andere für dich etwas vorschreiben wollen oder sie wollen dich auf etwas erzwingen. Und hier brauchst du Heilung. Die aufsteigende Mondknoten zeigt den Weg, was dich befreit, den Weg, was deine Seele ausgesucht hat, weil du brauchst das entfalten oder noch lernen. Und das ist die Waage. Und hier in diesem Bereich, wo in Tierkreiszeichen Waage dein karmischen Knoten ist, bestrahlt die Bärenhüter. Dieses Stammbild, Bärenhüter, hütet die Bären, der große Bär und kleine Bär, und gibt Schutz. Und wenn du hier enttäuscht fühlst im Freundeskreis, weil die Lügen teilweise, dann sollst du auf diese göttliche Energie denken, die Bärenhüter. Du bekommst diesen göttlichen Schutz. Die Bärenhüter schützt dich, behütet dich. Also vertraue auf diese Energie und dann erlebst diese Waage Einfluss, diese Harmonie. Dann findest das Vertrauen, du findest diese Harmonie in dein Leben und Waage symbolisiert auch diese Gerechtigkeit. Du bist dann beschützt und du fühlst dich beschützt. Und die Tierkreiszeichen Waage, das, was deine Seele lernt, das ist das Weg, was dich auch befreit. Diese Tierkreiszeichen Waage symbolisiert die Partnerschaft. In die Ehe, in die Partnerschaft kannst du dich wirklich fallen lassen und dich entfalten. Sonne, Mond und die Planeten sind miteinander verbunden. Das ist wie ein Netzwerk. Und jetzt schauen wir an, welche Verbindungen hast. Sonne und Uranus steht in einer sehr schönen Verbindung. Sonne, Uranus. Und das heißt, du kannst gut anpassen, wenn da Neuigkeiten, Veränderungen kommen in dein Leben. Mond ist zu der Sonne gegenüber, das heißt Vollmond. Aber Mond ist auch mit Merkur gegenüber und das bedeutet, bei Merkur Energie handelt sich um Sprache und Kommunikation. Oft möchtest du etwas sagen von deinen Gefühlen, also sprechen über deinen Gefühlen oder möchtest etwas sagen, das, was von Gefühlen kommt. Das kann auch Wut sein, bist du wütend und dann möchtest du das sagen. Und hier brauchst du immer die Balance, die Gleichgewicht. Das ist wie eine Waageschale, wo du diplomatisch sein sollst, wo überlegst, soll ich das sagen oder soll ich lieber schweigen? Und wenn du deine alten karmischen Erfahrungen in Tierkreiszeichen wieder gemacht hast, dann kennst du dich hier aus und die wieder ist spontan. Dann kann bedeuten, du hast Wut und dann sagst du etwas, und dann später bereust du das auch. Dann lieber nimm dich ein bisschen zurück,
nimm Zeit, überleg das ganz gut und so bist du im Gleichgewicht. Neptun bestrahlt beide Mondknoten sehr schön, auch die absteigende Mondknoten, die alte Karma, auch dein neuer karmischer Weg ist auch sehr schön. Du hast eine gute Karma. Mond steht mit Pluto in Verbindung. Mond mit Pluto und das ist ein sogenannten Quinkungsaspekt. Und das kannst du so vorstellen wie ein Pendel. Vor dir ist ein Pendel und du weißt nicht, in welche Richtung das ausschlägt. Man weiß erstmal nicht, ist das links oder rechts. Und das kann in beide Richtungen bewegen und das löst innere Unsicherheit aus. Und das fühlst du auch, weil Mond hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Und das raubt natürlich deine Kraft, deine inneren Kraft, wenn du unsicher bist. Versuch diese Unsicherheit überwinden und das kannst du mit dieser Fischenenergie, wenn du, und das ist auch dein Fundament, deine Basis, wenn du sagst, ich bleibe einfach im Vertrauen. Egal was kommt, das wird gut ausgehen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Liebe Muaidana, das war diese Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.